Den Aufstieg des FC St. Pauli in die erste Fußball-Bundesliga hat sicher mindestens die halbe Stadt gefeiert. Und die andere Hälfte Hamburgs wird es den sogenannten Kiezkickern auch nicht missgönnt haben. Die fleißigen Tide-Fans unter euch haben bestimmt schon online einen kleinen Vorgeschmack auf den nun folgenden Beitrag gesehen. Unter der Regie Tarek Ehleils und Co-Produzentin Stefanie Blums wurde der Film Gegengerade 20359 St. Pauli fertiggestellt und feierte am 31. März 2011 Premiere. Hochkarätige Schauspieler und eine Geschichte, die wahrscheinlich selbst die HSV-Fans der Stadt interessieren dürfte, sollen die Zuschauer nun in die Kinos locken. Meine Kollegin Alene Offermann hat sich ein wenig ausführlich mit der Thematik auseinandergesetzt, Hintergrundinfos zum Film zusammengetragen und unter anderem mit der Kostümbildnerin der Filmcrew gesprochen. Der erste große St. Pauli-Spielfilm Gegengerade läuft aktuell in den Kinos. Bei der Premiere am 26. März waren wir natürlich vor Ort. Claude-Oliver Rudolph hat uns erzählt, warum der Dreh beim weltbekannten Fußballverein nicht immer ganz reibungslos verlief. Im Stadion war es ein bisschen feuchtfröhlich, weil die nicht so gerne hatten, dass wir gedreht haben. Da haben sie Hektoliter Bier über das Filmteam gekippt, bis die Kameras kaputt gingen. Tide-Moderatorin Hani hat bei Making-of und Film mitgewirkt. Trotz der vielen namhaften Schauspieler war die Zusammenarbeit am Set locker. Ganz entspannt. Die Stars sind wirklich sehr menschlich geworden. Die sind sehr menschlich, wie Mario Adorf zum Beispiel. Er hat sehr viel Zeit für mich genommen. Ich konnte machen, was ich wollte. Gegengerade ist ein Low-Budget-Film. Regisseur Tarek Ehleil ist selber seit 15 Jahren bekennender St. Pauli-Fan. Mit viel Enthusiasmus und trotz wenig Geld konnte er die Darsteller für seine Idee begeistern. Ich habe mit dem Regisseur im Vorfeld gesprochen und ich habe gemerkt, der Typ hat Fieber, der ist verrückt und das wird ein spannender Dreh. Das war von Anfang an klar und so war es dann auch. Ich meine, wir haben Drehtage gehabt, wo wir mit 20, 25 Mann, Team, sturzbesoffen über die Reeperbahn marschiert sind und dann ein paar Stunden später um 4, 5 Uhr morgens am Fischmarkt gedreht haben und alle waren durch, hatten Kopfschmerzen. Also sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Es war einfach wahnsinnig viel Spaß. Für den reibungslosen Ablauf am Set gibt es viele fleißige Helfer. So unterstützte Kostümbildnerin Sarah Reulecke die Produktion. Für den Dreh mit Polizeiuniform muss man sich eine Genehmigung einholen, um den Status Polizist nicht auszunutzen. Dann muss man das den Komparsen anpassen und ihm ganz, ganz, ganz eindeutig sagen, ihr dürft niemals zu dieser Uniform vom Set gehen. Und unsere Komparsen waren so gut trainiert irgendwann, dass sie auch wirklich wie eine kleine Armee nach mehreren Drehtagen immer ihre Sachen ordentlich aufgehängt haben. Auch bei Drehs anderer Art hat Sarah im Blick, wer was wie oft braucht. Wir hatten ja viele, viele Massenszenen, bei denen geprügelt wurde. Das heißt, die Kleidungsstücke, die die anhaben, sind natürlich entsprechend auch ruiniert worden. Das heißt, für jeden, der bei dem es schon geplant war oder wo halt natürlich sofort Kunstblut draufkommt oder so, muss sofort vom Kostüm was her. Niemand siegt am Millerntor, heißt es im Film. Ein Spiel des Kultvereins St. Pauli stellt dementsprechend den Rahmen der Geschichte. Im Fußballclub sieht Sarah mehr. Ich glaube, St. Pauli ist zwar zum einen Fußball, aber zum anderen, glaube ich, strahlt St. Pauli auch ein Lebensgefühl von Freiheit aus. Der Verein stößt allerorts auf Sympathie. Auch FC St. Pauli-Präsident Stefan Ort schätzt die Atmosphäre. Manchmal ist es relativ wild, relativ unangepasst. Es ist aber auch sehr lebendig und sehr diskussionsfreudig und deswegen bringt das einen großen Spaß, in der Familie St. Pauli leben und arbeiten zu dürfen. Im Film spielt Dennis Mosquito einen Ultra. Obwohl er selber kein großer Fußballfan ist, konnte er das St. Pauli-Gefühl ahnen. Das lässt sich schon nachvollziehen. Also als ich dann auch mal im Stadion war und mir St. Pauli-Spiele angeguckt habe, da habe ich dann schon gespürt, okay, also hier ist was, hier passiert was ganz Besonderes. Also da kann man sich schon mitreißen lassen. Das Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft ist ansteckend. Der Kiez, Fußball und die St. Paulianer sind das, was Mythos und Stadtteil ausmachen.